Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier den Quadriladewagen, euch heute hier den Reberi RS100RB euch heute hier vorstellen. Ist hier auch für die Konsolen verfügbar, finde ich super tolle Sache. Mir gefällt so her, was ich bis jetzt gesehen habe, sehr gut. Ja, testen werden wir das natürlich auch dann gleich dann hier auf Herz und Nieren, auf Funktion. Ja, ich finde jedenfalls coole Sache, eine Kombination hier zwischen ein Mähwerk und einen Ladewagen. Ja, finde ich wirklich super. Also wir haben ein Gerät, wo wir beides verwenden. Ja, wir werden das dann sehen auf dem Feld natürlich oder wie eher gesagt Wiese, wie das natürlich in den Kurven natürlich alles hier nachher ausschaut. Ja, das gute Stück kostet hier 37.100 Euro und Miete sind wir hier bei 1.892 inklusive. Wir benötigen hier nur eine Leistung hier von 85, besten sprechen hier 63 kW, hat eine Ladekapazität von 35,5 Kubik, ein Eigengewicht von 3,1 Tonnen, eine Arbeitsbreite hier von 2,5 Meter, 18 km/h die Arbeitsgeschwindigkeit und wir haben hier den AW 309 drauf von Drelleborg, wie ich mich irgendwie erinnere. Ich komme leider jetzt nicht näher ran. Ja, was können wir noch machen? Wir können hier die Kapazität ändern auf 34 Kubik. Dann haben wir hier hinten das für ein Häckselgut. Ja, also zum Ausschmeißen so her. Ist gut für Futterverteilung auch oder hier, wenn du vielleicht Silo festfährst, ist das hier eine gute Alternative. Natürlich, also Kennzeichen wählbar haben wir hier. Ich habe das Ganze jetzt hier zweimal gekauft. Einmal extra hier, dass ihr seht hier, so sieht das Ganze aus hier mit dem Lackverschleiß und mit der kompletten Verschmutzung. Finde ich es immer wichtig auch zu wissen, also wie geil nachher das ausschaut oder wie bescheuert natürlich. Also einmal jetzt hier extra für euch schon hier natürlich befüllt, dass wir sehen, wie das Ganze mit den Abkippen ausschaut. Dass man nicht zweimal hier extra also einsammeln. Ja, und hier sehen wir auch, haben wir hier eine Walze her für die Tiere. Ja, dass wir die Tiere füttern können. So, schauen wir uns das Ganze gleich mal an. Ich habe jetzt keine Tiere jetzt momentan hier unten. Also, wir machen das hier hinten einfach mal und schauen, wie das da hinten nachher ausschaut. So, fahren wir mal rüber. Wir machen das jetzt einfach mal hier beim durch den Silo fahren. Oder wir stellen uns einfach jetzt mal Tiere her. Machen wir kurz einen Cut. So, da haben wir jetzt hier uns das mal schnell besorgt. Da habe ich auch hier, wenn wir sehen, hier hinten ist eine Kuhweide mir mit hier hergestellt. Und ja, wir gehen jetzt mal so her. Schauen uns das jetzt mal an. Fahren wir mal rein. Und schauen wir mal, wie wir das nachher abkippen. Also sehen wir hier schon mal, also Steuerung. Jetzt mal hier I drücken, sonst kommt mal Steuerung I. Dann kippt er jetzt nach hinten her ab. Wir sollten normalerweise, glaube ich, das anders da auch irgendwie vielleicht machen können. Für was ist dann links und rechts die Klappe mit dem Band, vermute ich mal. So, also nochmal von vorne. Schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben jetzt hier... nur eigentlich I, also hier geht's nur so. Jetzt haben wir hier draußen also Steuerung I. Schauen wir mal, wie das da ausschaut. Das ist auch nur so. Okay. Ist aber eigenartig. Also ich wäre der Meinung gewesen, da geht hier seitlich eine Klappe auf, wie wir jetzt hier sehen. Weil das andere ist ja nur vorne das Mähwerk, wie wir hier sehen und hören. Also es geht nur so, vielleicht kommt ja noch was in ein Update rein, dass wir so Art wie hier als Gerät wählen. Wir haben jetzt hier nur, also wie wir sehen, hier so her. Also ist hier das mit der Funktion, wie wir gesehen haben, hier noch nicht möglich. Aber wenn wir schon mal hier sind, wir können gleich hier unser Licht, das machen also Rückfahrlicht. So, Bremslicht, Blinker. Das normale Licht hier. Das sehen wir hier rundherum. Das Ganze ist schick beleuchtet natürlich. Ja, es wäre schon irgendwie interessant, das Ganze, wenn man hier das so, Beispiel, das Ganze sich so anschaut. Aber ich finde das cool natürlich. So, jetzt laufen wir natürlich. Auch den Dreck sollte ich mitnehmen.
Weil ich wollte ja den Trecker nehmen, also mähen natürlich. Also steigen wir nochmal ein. So, fahren wir vor. Nehmen wir hier uns einen Schlepper natürlich. Wollen ja hier das Ganze natürlich auf unserer Wiese noch anschauen. Wie das hier funktioniert. Ich finde jedenfalls, der Mod ist echt cool. Nur jetzt hier mit den, also Band her, funktioniert das nicht so, wie ich gedacht habe. Dass es bei der Tierstelle funktioniert, ja. Ich denke mal, vielleicht kommt ja ein Update raus. Hier jetzt, hier unseren normalen Ladewagen. Abgefahren werden natürlich, wenn wir hier eine Rundumleuchte oder sowas hätten. Wenn wir das Gerät natürlich nachher ausfahren. Ja, wir können das dann ausfahren, das Ganze. Wow, leicht ist er auch ein bisschen, wie wir gesehen haben. Da können wir jetzt auch erstmal hier schauen. So, wir fahren mal vor, nur in die normale Fläche rein, ob der hier das Gemähte auch einsammeln kann. Oder ob er nur. Also, wie wir mal sehen hier, wenn du hast hier was Gemähtes hast, du kannst das mit denen nicht einsammeln. Cool wäre es natürlich, wenn der hier eine Option natürlich hätte, wo wir das Gemähte einfangen könnten. Aber es geht leider nicht, wie wir sehen. Nur wenn du selber das mähst. Als das ist jetzt der einzige Nachteil. Jetzt werden wir ja sehen, wir können jetzt hier gerade fahren. Also haben wir hier die Animation. Das finde ich ganz super. Toll. Gefällt mir. Jetzt können wir hier mit der Maussteuerung, mit der linken, ihn so rüberfahren. Und also können wir hier verhindern, dass wir das Blatt gefahren haben. Wir können jetzt da den nochmal rüberziehen. Auf die. So her ist wieder in der Mitte. Und wieder auf die andere Seite. Wie wir sehen hier, 10 km/h haben wir hier unsere Geschwindigkeit. Aber warum? So, jetzt weiß ich warum. Ich habe das schon gemäht gehabt, glaube ich. Ja, an der Stelle habe ich schon mal gemäht gehabt, deswegen liegt da was dort, wie ihr jetzt gesehen habt. Braucht euch nicht wundern, weil die Wiese habe ich schon öfter gemäht als wie einmal. Daher eigentlich gefällt mir das hier relativ ganz gut. Wir schalten das Ganze mal aus. Schauen wir mal, wie das Ganze hier ablädt. So, machen wir jetzt Zwangsentladung. Haben wir jetzt so wie ein normaler Hänger. Animation, wie wir sehen hier, mit dem Transport der Ketten ist hier auch gegeben. So. Wir können also mit der Maussteuerung hier das Gerät hinten her nicht heben. Wir können nur den also einfahren. So. Also sollte man dann wirklich überlegen, wie man das Gerät hier natürlich einsetzen. Ich finde es optimal so für Wiesen, Karten, wo du Probleme hast, das Ganze her zu nutzen. Wegen die Ränder. Reifenspuren macht er auch. Ist optimal jedenfalls hier für so Gelände. Kommen wir jetzt hier noch natürlich das Ganze auch noch testen. Fahren wir erstmal rüber. Fahren das Gerät gleich erstmal hier wieder aus, so her, in die richtige Seite natürlich. Mit den Kurven ist immer so problematisch hier, wenn man irgendwo entlang fährt. Wegen die Rundung natürlich. Also daher, wie gesagt, gefällt mir es ganz gut. Wie wir sehen, kannst du gut hier ausweichen. Seiten ranfahren. Das ist wirklich ein cooler Mod natürlich. Kann ich mal so rüberziehen und dann so her
Wir mal sehen, das Ganze her. Also ich finde das ein genialer Mod, der ist in meinen Augen her empfehlungswert. Außer hier jetzt die andere Variante. Ich habe gedacht, er kippt das links und rechts weg und so, aber dass er das noch nicht macht. Ja, vielleicht ist irgendwie was da falsch gelaufen. Schauen wir uns jetzt einfach mal hier natürlich unsere Lok an. Da sehen wir hier, er ist lokfehlerfrei. Wir haben hier keinen Lokfehler drin. Das passt ganz gut. Ja, ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Würde mich freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.